Guten Tag. Wir befinden uns hier am Hauptsitz der Firma DGS in St. Gallen. Und neben mir begrüße ich recht herzlich Herrn Urs Emisecker, Leiter IT bei der DGS. Mit ihm zusammen möchte ich heute in diesem Video über die Herausforderungen bei der ERP-Cloud-Migration sprechen und unser gemeinsames Projekt Revue passieren lassen. Lieber Urs, bitte gib uns doch zuerst einen kleinen Einblick in die Welt der DGS. Was produziert ihr und wofür steht ihr? DGS ist eine Abkürzung und steht für Druckgusssysteme. Wir sind ein innovativer Hersteller für Leichtbaukomponenten aus Aluminium und Magnesium. Wir sind tätig für die Industrie, aber vor allem auch für die Automobilbranche. Zu den Produkten gehören Schaltgehäuse, Strukturteile für den Karosseriebau, so wie wir es hier haben, Leichtbaukomponenten für die Lenkung und auch Batteriegehäuse für die E-Mobilität. Aber wir entwickeln auch ständig neue Verfahren und Werkzeuge für verschiedene Anwendungen im Leichtbaubereich. Und das schon seit fast 100 Jahren. Euer altes ERP-System hat euch da ja leider nicht voll unterstützt. Vielleicht kannst du da etwas zur Ausgangssituation sagen, die euch dazu bewogen hat, dieses Projekt ins Auge zu fassen. St. Gallen ist der Hauptsitz in unserer Unternehmung. Wir haben aber auch noch drei internationale Niederlassungen. Seit 1999 in Liberec, Tschechien, seit 2007 in Nanjing, China und seit 2020 unser neuester Standort in Rizhao, ebenfalls in China. Wir haben aktuell ca. 1200 Mitarbeiter und diese Produktion gilt es zu steuern. Dafür haben wir 10 Jahre lang ein ERP-System gehabt mit verschiedenen Setups an verschiedenen Standorten. Das sorgte für viel intransparent, Big kaffee Leistungsdaten und natürlich war diese Legacy unflexibel und der Pflegeaufwand sehr hoch. Unser Wunsch war es, eine zentrale ERP-Lösung zu haben, die sich regional skalieren lässt. Ebenso wichtig war es für uns, klar definierte, transparente Kostenmodelle, bei dem uns keine versteckten Kosten überraschen. Bekanntlich gibt es ja viele kompetente Anbieter, die ein Unternehmen wie euers auf dem Weg in die Cloud unterstützen können. Wie kam es eigentlich dazu, dass ihr euch für Avanade entscheidet? Mit Avanade verbindet uns schon eine lange Partnerschaft. Wir konnten schon zahlreiche Projekte erfolgreich realisieren. Das hat uns erwogen, dieses Transformationsprojekt mit Avanade zu machen. Die Kombination aus strategischer Beratung und technischem Know-how war der Erfolgsfaktor für dieses Projekt. Wir selbst hatten keine Erfahrung mit der Cloud. Darum war es für uns wichtig, dass wir einen Partner haben, der internationale Projekte erstellt hat und das nicht nur in der Manufacturing-Branche. Mit diesem Wissen und Hintergrund hat uns Avanade einen Projektansatz vorgestellt und uns im Rahmen einer hybriden, agilen Ansätze strukturiert zu einer Lösung geführt. Lass uns gemeinsam etwas über die Lösung sprechen, die wir gemeinsam erarbeitet haben. Grundlage war ja Microsoft Dynamics 365 für Finance und Supply Chain Management. Auf dieser Grundlage haben wir ja nicht nur die Bereiche Finanzen, Supply Chain und Automotive zusammengeführt. Eine wichtige Anforderung von DGS war es ja auch, diese Plattform vollständig in die Steuerungssysteme der Produktion, also ins MES, zu integrieren. Warum war das so wichtig? Das ist in der Tat ein wichtiger Bestandteil unseres Digitalisierungsprozesses. Für uns ist es wichtig, dass die Produktion und weitere Prozesse bis zur Finanz Abteilung reibungslos miteinander kommunizieren können. Dadurch können wir schnell erkennen, ob die Auslastung zu hoch oder zu niedrig ist. Ebenso kann die Lagerverwaltung und die
Bestellabwicklung effizient koordiniert werden. Die Definition von Schnittstellen und Prozesse im Verlauf der Cloud-Migration hat uns sehr geholfen, Aufträge effizienter und zeitnahe Informationsbereitstellung abzuwickeln. Von der durchgehenden Digitalisierung hat auch unsere Datenqualität sehr profitiert. Eine wichtige Anforderung von euch war ja eben nicht nur diese durchgehende Digitalisierung und Integration, sondern auch die zeitgleiche Inbetriebnahme an allen Standorten, was wir auch erfolgreich geschafft haben. Wenn du heute auf dieses Projekt zurückblickst, haben sich die Erwartungen von damals erfüllt, 20 Monate nach dem Go-Live der Plattform? Ja. Das neue ERP-System hat uns Prozesse wirklich sehr effizient gemacht. Die Bereitstellung von Informationen hat sich beschleunigt, was bedeutet, dass die Finanzabteilung 2 Tage früher Informationen erhält, die sie benötigt, um bessere und fundierte Entscheidungen treffen zu können. Wir können aber unsere Ressourcen viel umsichtiger einsetzen, was gleichzeitig einen sehr positiven Effekt hat auf unsere Produktionssteuerung. Und auch mit dem Blick auf das Thema Club 1 können wir zufrieden feststellen, dass es viel einfacher ist, Berichte zu erstellen und Controlling auszuüben, weil diese Informationen schneller und in einer besseren Qualität zur Verfügung stehen. Herzlichen Dank, lieber Urs, für diese detaillierten Informationen und ausführlichen und aufschlussreichen Erklärungen. Ein herzliches Dank an dich und an die ganze DGS für dieses Projekt.